herzlich willkommen, lieber Krebs, zu einem weiteren Video für dich. Beglückt! Wer möchte dich beglücken? Schauen wir uns das hier ganz genau an. Charaktereigenschaften. Wann wirst du diese Person treffen? Kennst du sie schon oder nicht? Wo? Und wie wird eure Geschichte sein? Das alles schauen wir uns hier an. Bleib dran! Zu diesem Video gibt es eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unten in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. So, lieber Krebs, wer möchte dich beglücken? Also, es ist, ich habe gerade mitbekommen aus der geistigen Welt, es ist eine Person, die du schon kennst, nicht gut kennst, also wie ein flüchtiger Bekannter, sagen wir es so. Es geht darum, dass das Ganze sehr leicht ist, sich sehr leicht anfühlt. Auch, dass du nicht mit dieser Person rechnest, deswegen Augen, Geist und Ohren weit offen halten. Und es ist eine Person, die du über andere kennenlernen wirst, beziehungsweise zu ihr hingeführt werden wirst. Es ist sehr einfach für diese Person, durch ihre Art und Weise, dich zur Liebe wieder hinzubringen. Es geht darum, dass dich diese Person mitreißen wird. Durch ihre oder seine Energie, durch die Art und Weise, wie sie sich gibt, du bist restlos begeistert. Es ist auch eine Verbindung, die von oben so gewollt ist. Definitiv geht es darum, dass diese Person in dein Leben gehört, du ihr begegnen musst. Eventuell lernst du diese Person im Urlaub kennen oder hast sie in einem deiner vergangenen Urlaube gesehen, schon kennengelernt. Aber flüchtig. Also es ist eine Person, wie gesagt, ein flüchtiger Bekannter, eine flüchtige Bekannte. Die auch durchaus weiter weg von dir wohnt. So, schauen wir uns diese Person einmal genauer an, die Charaktereigenschaften. Was kann uns die geistige Welt zu dieser Person mitteilen? Sehr großzügig höre ich. Kamen schon zwei Karten, nur ich warte noch eine weitere ab. Du wirst sie oder sie wird dich finden, wenn einer von euch beiden, ich höre, out of control ist, das heißt in einer für sich schwierigen Situation. Wir haben hier Wasserzeichen, so wie ihr selbst, ihr wisst, Fische, Krebs oder Skorpion, beziehungsweise ein Erdzeichen, Jungfrau. Reizhusten fängt an, also ihr habt momentan keinen Kontakt. Also für alle, die meinen, ich bin schon mit ihr oder mit ihm zusammen. Nein, es wird nicht gesprochen, kein Kontakt. Diese Person ist zurzeit sehr mit sich selbst beschäftigt und versucht, ich höre, sich selbst wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Eventuell auch sehr, also richtige Bahn, was das Berufliche betrifft, was die Emotionen, den Emotionshaushalt betreffen. Doch diese Person
ist sehr großzügig. Sie ist bereit, dir, lieber Krebs, alle Wünsche von den Augen oder aus deiner Aura heraus abzulesen. Diese Person wünscht sich nichts anderes als den Seelenfrieden in der Liebe. Hat sehr viele versteckte Talente, die es zu entdecken gibt. Beruflich kann es ein Dienstleistungsberuf im Handwerk sein. Sehr in sich gekehrt, spricht nicht wirklich über ihre oder seine Gefühle, ist eine Person, die immer zweimal hinschaut, bevor sie urteilt, was sehr gut ist, spricht nicht. Diese Person ist ein Wegweiser für viele. Viele nehmen sich ein Beispiel an dieser Person. Sie hat sehr viel Weisheit in sich. Diese Person ist definitiv Single, also alleinstehend. Kommuniziert sehr mit oben, sehr spirituell. Singt oder summt sehr gerne, kann auch gut möglich sein, dass diese Person ein Blasinstrument spielt und dabei ist, wirklich sich selbst momentan auf die richtige Bahn zu lenken, was sehr, sehr positiv ist. Doch wie gesagt, dadurch kann diese Person auf euch unnahbar wirken, falls sie jetzt in dieser Phase auf euch zukommt, also in dieser Phase ihres Lebens. So, jetzt schauen wir, was will diese Person von dir, lieber Krebs? Was will sie? Das sind meine neuen Karten, die sind gerade vor ein paar Tagen angekommen, die sind super, frisch aus Florida. Ja, diese Person möchte Sicherheit in der Liebe, emotionelle Stabilität, möchte sie von dir und mit dir erreichen. Es geht darum, dass diese Person das Gefühl hat, endlich angekommen zu sein, ein Heim mit dir zu bilden, etwas Langfristiges für die Zukunft zu planen. Ausschlaggebend ist die Zahl 9 und die 41. Diese Person möchte, die Verbindung zu dir, die Liebe zu dir geheim halten. Maxi, mein Hund kommt. Geheim halten, also nicht, dass es keiner wissen soll. Vielleicht habe ich mich jetzt falsch ausgedrückt. Geheim halten im Sinne, möchte nichts über euch kommen lassen oder an euch rankommen lassen, was stören könnte. Eine Person, ich würde nicht sagen besitzergreifend, doch sehr durch dieses Sicherheitsbedürfnis, die Stabilität in der Sicherheit suchen, oder die Sicherheit in der Stabilität, geht es darum, die Besonderheit eurer Person und die Besonderheit eurer Beziehung zu schützen. Das ist es. Jetzt schauen wir uns an, meine Lieben. Wann werdet ihr diese Person denn kennenlernen, beziehungsweise, falls ihr sie schon flüchtig kennengelernt habt, wann tritt sie auf den Plan?
Also ja, ihr habt sie schon flüchtig kennengelernt, definitiv. Und zwar im August. Und ihr werdet sie noch bis Anfang Dezember, zum 8. Dezember 2021 erneut vertieft kennenlernen. Und die Umstände, unter denen ihr euch wieder seht, wieder treffen werdet, sind auch sehr perfekt. Und wo das sein wird, das erzähle ich euch jetzt im Extended, sowie wie eure Story weitergehen wird, wenn ihr euch darauf einlasst. Also, für diejenigen, die weiterschauen wollen, drückt hier unten in der Infobox auf den Link. Ihr werdet weitergeleitet. Und für alle anderen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein. Ciao!